Ja, in Tal Sulzberg ist es zu einem Vollbrand in einem Stallgebäude gekommen. Bei mir ist Einsatzleiterin der Feuerwehr Tal, Tamara Fenk. Was habt ihr beim Eintreffen vorgefunden? Ja, wo wir gekommen sind, haben wir schon ein Hausherr angefunden mit einem Bekannten, der arg alarmiert hat. Es war ein Vollbrand. Zum Glück haben sie Tiere schon rausgekettet. Die Bewohner waren auch alle schon raus im Nebengebäude. Wir hatten gleich einmal, die Feuerwehr Tal hat gleich einmal Zubringerleitung gelegt, dass wir die erste Sitte löschen können. Und somit sind dann alle anderen Feuerwehren im Kreis gekommen und auch von Deutschland, sodass wir alle Hausseiten gut schützen können. Und jetzt mittlerweile schaut es relativ gut aus. Gab es Verletzte zu beklagen? Nein, Gott sei Dank nicht. Was mit den Tieren passiert? Die Tiere standen alle glücklich auf der anderen Straßenseite in der Weide und sind am Gräser. Wie sieht die weitere Vorgehensweise jetzt aus? Wir warten, bis Brand aus ist, den Brand wache und dann schauen wir weiter. Aber ich hoffe, es bleibt so, wie es jetzt ist und wir machen den bald Brand aus.